ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Navarin Stufe 8 Testschiff. Und was soll ich sagen? Mein Gott, ich dachte, es gibt nichts Hässlicheres als die Zieten. Aber die Russen legen hier nochmal einen drauf. Also die Navarin ist für mich eine Zieten mit Gesichtsgulasch. Ne? Also das Ding ist sowas von pottenhässlich. Aber ja, sie hat sich auch in meinen Augen leider nicht gut angefühlt. Warum das so ist, werde ich euch gleich in aller Ruhe erzählen. Was ich ganz cool finde, es ist so gesehen das erste richtige Secondary-Schlachtschiff von den Russen. Was ich eigentlich ganz geil finde. Aber wie gesagt, die Umsetzung, ja, da hapert es in meinen Augen ganz schön massiv. Schauen wir uns erstmal an, was ich so in die Bude eingebaut habe, denn geschichtlich gibt es zu dem Ding Gott sei Dank nichts zu sagen, denn dieses hässliche Metallhaufen irgendwas gab es Gott sei Dank nie. Ich habe als allererstes hier natürlich Secondary Batterie Mod 2 drin, als zweites habe ich dann den Antriebsmod 2 drin, als drittes habe ich dann den Tarnsystem Mod 1 drin und zum Schluss habe ich hier nochmal Secondary Batterie Mod 3 drin, um die Nachladezeit der Secondary nochmal zu verkürzen. Ausrüstung, und da schwächeln wir halt in allen Belangen. Wir haben nichts dabei, wir haben Schadensbegrenzung dabei, wir haben hier dreimal Reparaturmannschaften dabei, plus 1344 TP pro Sekunde, das ist nicht schlecht. Wirkungsdauer 12 Sekunden, Nachladezeit 76 Sekunden und wie gesagt drei Stück dabei und wir haben die verbesserte Secondary-Genauigkeit dabei. Ne? 100% Granatgruppierung, minus 50% Streuung der Secondary, 39 Sekunden Wirkungsdauer und 95 Sekunden Nachladezeit. Das war's. Wir haben kein Sonar dabei und ich finde gerade so auf T8, gerade für ein Secondary-Schiff ist doch ein Sonar, ja, Pflicht, es ist wirklich Pflicht, hat sie nicht und sie hat halt eben auch keine Torpedos. Ne? Also wenn ich sie jetzt wirklich mal gegensetze mit den alternativ deutschen Schlachtschiffen, beziehungsweise es sind ja eher Schlachtkreuzer, ne, die ja auch auf die Secondary komplett ausgelegt sind, ja, geht sie komplett unter. Ne? Wir haben keine gute Granatgruppierung, das Ding streut bis zur Unendlichkeit. Ne? Wir haben keine Torpedos, wir haben kein Sonar und wir haben unfassbar bescheidene Turmdrehgeschwindigkeiten. Quatsch, Turmwinkel, Entschuldigung. Spezifikation, wir haben Überleben, 85 Punkte, Trefferpunkte nur 69.400, das ist nicht sonderlich viel. Ja, die deutschen Schlachtkreuzer haben auch nicht viel Leben, ne? Also im Großen und Ganzen ist das jetzt nicht so schlimm. Panzerung haben wir 19 bis 400 mm und Torpedoschadensverringerung 24%. Artillerie haben wir hier 3x4 406 mm, eine Feuerreichweite von 17,2 km und eine Nachladezeit von 35 Sekunden. Ja, sie hat Vierlingstürme, ne? Also da sind viele Kugeln oder viele Granaten in der Luft, gar keine Frage. Aber die Nachladezeit ist einfach viel zu hoch. Eine Dauer von 80 Grad, 25,9 Sekunden, Höchstschaden der Sprenggranaten 5850, eine Brandwahrscheinlichkeit von 41% und Höchstschaden der AP haben wir auch nur 11.000. Dann haben wir hier 18x1 130 mm, also wir haben auch keine 150 mm Secondary, Feuerreichweite 11,1 km, Nachladezeit 4,3 Sekunden, Höchstschaden der Sprenggranaten 1800, Brandwahrscheinlichkeit 9%. Dann haben wir nochmal 8x 230 mm Feuerreichweite, 11,1 km, auch eine Nachladezeit von 4,3 Sekunden und natürlich auch Höchstschaden 1800 und Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Also wir haben hier only 130 mm Secondary, an sich nicht verkehrt, gerade gegen leichtere Ziele und gerade auch gegen DDs sehr, sehr effektiv, aber bei Schlachtschiffen, ja, da macht sie halt nicht sonderlich viel Schaden, das muss man halt in aller Ehrlichkeit so sagen. Flugabwehr sind wir gar nicht schlecht aufgestellt mit 89 Punkten, das geht wirklich super fit. Manövrierfähigkeit, ja, Höchstgeschwindigkeit 28,3 Knoten, das ist nicht schnell. Also wie gesagt, dafür, dass wir halt auch ein Secondary-Schiff sind, ein Schiff, was wirklich schnell in den Nahkampf muss, ja, sind wir hier auch sehr begrenzt. Also ihr merkt schon, wir haben sehr, sehr viele Nachteile. Wendekreisradius 770 Meter, das geht. Ruderschildzeit 16 Sekunden, ja, ist auch nicht die beste. Tarnwert haben wir 13,1 Kilometer zum Wasser, das ist okay. Erkennbarkeit zur Luft 10,9 Kilometer und eine garantierte Erkennbarkeit von 2 Kilometer. Gucken wir uns die Panzerung an. Wir haben hier 32 mm Bugpanzerung. Damit lässt sich arbeiten. Wir haben auch einen kleinen Eisbrecher von 113 bis 181 mm. Also frontal, da könnt ihr euch schon mal gut anwinkeln, beziehungsweise könnt schon mal gut was einstecken. Natürlich, ne, so eine Yamato und Musashi, die knallen euch natürlich eiskalt durch den Bug. Was auch schnell auffällt, es ist halt auch so typisch russisch, ne, euch fliegen halt auch relativ schnell die Hauptbatterien weg, was ihr in der zweiten Runde auch sehen werdet. Ne, in der ersten Runde, Entschuldigung, das war in der ersten Runde, ich habe zwei Runden mal vorbereitet. Es sind beide keine sonderlich guten Runden, muss ich ehrlich gestehen, weil ich mit der Karre einfach keine gute Runde fahren konnte. Dann schauen wir uns die Seitenpanzerung an. Wir haben, Moment,
Hier, wir haben einen Panzergürtel von 32 mm bis 340 mm. Das ist auch in Ordnung. Wir haben eine Deckpanzerung von... Na, wo haben wir die Deckpanzerung? Ist die auch hier? Ja, von 32 mm bis 35 mm. Und dann kommt natürlich unser Riesennachteil. Typisch russisch, wir haben eine unfassbar riesengroße Zitadelle. Zeigt ihr mit dem Ding Breitseite, scheppert das ordentlich. Und das werdet ihr, wie gesagt, auch gleich in der ersten Runde sehen. Weil im Gegnerteam war auch eine Navarin. Und die habe ich dann mal eiskalt weggeknallt. Ja, dann kommt, wie gesagt, noch der Riesennachteil. Wir machen mal kurz das Panzerungslayout weg. So. Unsere Secondary-Batterie sitzt halt sehr, sehr hoch, so dass halt hier die hinteren Türme, wenn ihr halt wirklich so nach vorne schießen wollt, Vorteil ist, die zwei Türme hier sind 360 Grad oder können 360 Grad drehen, das steht auch, glaube ich, hier im Dings, genau, ne, als positiven Aspekt. Das bringt euch aber nicht sonderlich viel, weil, wie gesagt, der Winkel von den hinteren Türmen ist so bescheiden, dass ihr wirklich breit ziehen müsst, um überhaupt alle Geschütze benutzen zu können. Ne, weil hier die Aufbauten von diesen Secondaries halt im Weg sind. Und ihr seht es auch, wenn wir jetzt mal so runterfahren, die Barbette von dem zweiten Turm ist halt zu niedrig, dass der zweite Turm nicht über den ersten Turm oder den letzten Turm drüber schießen kann. Ne? Und wie gesagt, da ist dann natürlich der Nachteil, wir müssen sehr viel Breitseite zeigen, damit wir überhaupt alle drei Türme benutzen können. Und ja, wie es beim Russen halt so ist, zeigt ihr Breitseite, dann kann das halt auch ordentlich scheppern. Also das Ding hat wirklich aktuell noch, es ist ja ein Testschiff, mir zu viele Nachteile. Sie streut ungemein, also die Granatengruppierung ist auch nicht gut. Ne? Das ist ja bei den deutschen Schlachtkreuzern nicht so. Die haben eine wirklich gute Granatengruppierung, klar, die Endstreuung, die ist dann halt teilweise auch nicht gut, aber die Granatengruppierung von den Schlachtkreuzern ist wirklich geil, das haben wir hier nicht. Das Ding hat eine sehr bescheidene Granatengruppierung und auch eine sehr bescheidene Streuung und ich glaube auch, dass die Abprallwinkel sehr, sehr schlecht sind, weil ihr macht halt oft so gut wie gar keinen Schaden. Secondary, wie gesagt, haben wir wirklich gut verteilt auf dem Schiff, sind aber, wie gesagt, nur 130er und gerade gegen Schlachtschiffe merkt ihr, dass ihr damit nicht sonderlich viel Schaden machen könnt. Was ihr natürlich damit machen könnt, sind Brände. Das funktioniert ganz gut. Gegen leichtere Ziele, gegen Kreuzer und gerade gegen DDs sind die 130er wirklich sehr, sehr geil. Also ihr merkt schon, das Ding hat leider sehr viele Nachteile. Und wie gesagt, wir haben keine Torpedos, wir haben kein Sonar. Also das Ding ist leider nicht gut. Und so wie sie aktuell ist, fühlt sie sich halt wirklich an wie ein 7er. Nicht wie ein 8er, gerade gegen Legendär. Da tut sie sich ungemein schwer. Also auf T7, muss ich ehrlich gestehen, wäre sie in meinen Augen deutlich besser aufgehoben. Und da sind dann auch wären dann auch die 35 Sekunden Nachladezeit in meinen Augen auch gerechtfertigt. Hier auf T8 finde ich die Nachladezeit viel zu hoch. Gut, schauen wir uns noch den Kapitän an. Ich habe hier den Mikhail Ketrov drauf. Habe hier eine Secondary-Skillung drauf, ne? Franz von Hipper, Reichweite, Secondary-Batterie plus 15%, Granatengruppierung plus 5% und dann nochmal die Haruna, die das genau andersrum dann nochmal skillt. Dann habe ich hier nur kein Ärger, Stachelschwein, kollektive Arbeitskraft, äußerst akkurat habe ich hier mal drauf genommen. Ne, ich weiß nicht, ob ich es im Gefecht wirklich getestet habe. Es kann auch sein, dass ich im Gefecht den Mechanikermeister drauf habe. Ne, das werdet ihr natürlich sehen, ob ich dann 5 Heals dabei habe oder nur 3 Heals. Also wenn ich nur 3 Heals habe, dann habe ich natürlich äußerst akkurat dabei. Wenn ich 5 Heals dabei habe, dann habe ich den Mechanikermeister dabei. Das weiß ich aus dem Kopf nicht mehr. Und zum Schluss habe ich nochmal Wille zum Wiederaufbau. Gut, Freunde, das soll der Infoteil gewesen sein von der Navarin. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal diesen Schrotthaufen im Gefecht an. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Navarin. Wir sind hier Riposte-Herrscher von unterwegs. Begleitet werde ich von Knorfix in seiner Masso. Wir haben eine Karga, Friedrich den Großen, Navarin, Missouri, Amagi, Key, Egia, Z44 und Velos im Gegnerteam. Bevor es hier natürlich losgeht, haue ich direkt wieder die Holy-Werbung raus. Wieder mit den Probierpaketen, damit ihr einfach selber herausfinden könnt, welche Sorte euch zusagt und welche nicht. Ich kann euch nur wärmstens die Cocktailsorten empfehlen. Die sind brutal geil. Ne, probiert es einfach mal selber aus und habt viel Spaß. So, kommen wir zur Navarin. Ja, Freunde, wie gesagt, die Navarin hat mich in keinster Weise überzeugen können. Und ihr wisst, ich liebe Secondary-Schiffe. Ne, ich liebe die deutschen Schiffe. Ich fahre die unfassbar gerne. Aber sie hat jetzt gegenüber den deutschen Schlachtkreuzern einfach massive Nachteile. Also ihr werdet gleich sehen, wir müssen viel Breitseite zeigen, damit wir überhaupt alle drei Türme benutzen können. Wir haben eine unfassbar hohe Nachladezeit. Klar, wir haben 406er und auch Vierlingstürme, gar keine Frage. Secondary ist in Ordnung, damit kann man wirklich super arbeiten, auch wenn es nur 130er sind.
Wie gesagt, auf Schlachtschiffen, da ist der Schaden nicht so groß. Auf weicheren Zielen wie Kreuzer und DDs, ne, da geht die gut ab. Aber wir haben halt auch kein Sonar und wir haben eben auch keine Torpedos. Und wir sind eben auch nicht schnell. Wir haben zwar einen verbesserten Heal, der nicht verkehrt ist. Und ihr seht, ich habe nur 3 Heals dabei, also ich habe wirklich äußerst akkurat mitgenommen. Ja, es reicht einfach nicht. Ne? Es reicht in meinen Augen einfach nicht. Und dann halt auch noch die unfassbar hohe Nachladezeit mit 35 Sekunden. Ne? Das macht das Ding halt leider nicht sehr attraktiv. Also ganz ehrlich, Freunde, wer auf Secondary steht, ihr seid mit den deutschen Schlachtkreuzern um Welten besser aufgestellt als mit dieser Karre hier. Das muss ich leider so sagen. Und dann ist es halt auch typisch, Russisch zeigt dir Breitseite, kann es auch sofort für euch vorbei sein. Das werdet ihr hier in der Runde sehen. Wie gesagt, es sind beides keine brutal guten Runden, weil ja, das Ding hat in meinen Augen einfach zu viele Nachteile. Und wie gesagt, so wie sie aktuell ist, fände ich sie auf T7 um Welten ja, sinnvoller als hier auf T8. Also da muss wirklich Wargaming nochmal ein bisschen dran arbeiten. Und ihr werdet auch gleich sehen, was ich mit der Granatgruppierung meine, dass die halt auch nicht sonderlich geil ist. Und ich glaube, wie gesagt, dass sie halt auch wirklich sehr bescheidene Abprallwinkel hat. Also es prallt wirklich sehr viel und sehr schnell schon was ab. Also auch der Schadensoutput der Hauptguns ist nicht sonderlich gut. Ich habe sie auch mit einem Full Hauptbatteriebild gespielt. Ja, das war in meinen Augen noch schlimmer, weil eine Secondary-Reichweite haben wir dann einfach keine. So, da fährt eine... Fährt eine Friedrich schön breit. Ja, das sollte eigentlich ordentlich scheppern. Ja, und wir machen ganze 4000 Schaden. Und das ist leider bei der Navarin hauptsächlich der Fall. Ihr macht mit dem Ding halt wirklich hauptsächlich lecker Schaden. Und dass sie halt keine Besonderheit hat, ne? Also, mein Gott, dann hätte man dem Ding Radar geben können. Oder wie gesagt, Sonar. Sie muss ja kein deutsches Sonar haben. Ne? Aber ein kleines Sonar, das hätte mir halt wirklich noch gut gefallen. Und wie gesagt, im Nahkampf haben wir halt nicht die Möglichkeit, schnell jemanden rausnehmen zu können, wie bei den Deutschen. Ne? Zack, hast du mal deine Torpedowerfer rausgeknallt. Hast du hier einfach nicht. So, Secondary haben wir schon mal auf die feindlichen Navarin draufgelegt. Und ich muss euch auch gestehen, ich habe jetzt so oft die Navarin im Gegnerteam gesehen und ich hatte nie, wirklich nie Angst vor dem Ding. Ja, also vor dem Teil braucht ihr einfach keine Angst haben. Und guckt euch an, was das für ein Streugerät ist, ne? Klar, hat es jetzt mal schön gescheppert, aber zeigt halt aber auch gleichzeitig, ne, dass die Navarin halt einfach nicht viel aushält. So, einen Brand haben wir rausgehauen. Ja, der spielt sie auch auf Secondaries. Wir müssen natürlich jetzt hier auf Ki und Amagi aufpassen. Zu denen stehen wir nämlich aktuell sehr breit. So, nochmal eine Breitseite auf die Amagi raus. Positionieren uns jetzt hier nochmal neu. Das ist ein Z44. Ja, und der Knorfix nimmt sich da wunderbar ein Torpedo mit. Müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht auch noch einen mitnehmen. Und ihr seht, das Ding ist halt auch von Haus aus so steif. Sie kommt wirklich langsam auf Fahrt. Sie braucht, bis sie da wirklich eindreht. So, da haben wir eine breitfahrende Missouri stehen. Hauen da nochmal eine Breitseite raus. Ja, der hat auch mal gesessen. Ja, kommt schon wieder Hai auf uns geflogen. Und da hat man gerade richtig Glück. Ne? Also wären die ein bisschen weiter vorne eingeschlagen, dann hätte das richtig bei uns gescheppert. So, gucken wir mal, ob wir der Missouri nochmal eine drücken können. Müssen aufpassen, da kommt nämlich noch die feindliche Navarin. So, Breitseite ist wieder raus. Ja, 9000. Ja, und Nachteil ist halt auch, ne, die meiste Secondary kann nicht nach vorne schießen.
Also auch da sind wir sehr eingegrenzt. Aber ihr seht, wir haben einen verbesserten Heal. Kein Zombie-Heal, aber einen verbesserten, der wirklich okay ist. Aber das ist halt aus Minister, ne? Man muss halt auch bedenken, wir haben halt auch nur 69.000 Leben. So, zack, hat uns Sturm angedüdelt. So, und ihr seht's, ne, unsere hinteren Türme können so nicht schießen. Wir müssen halt mehr Breitseite zeigen, damit wir halt wirklich alle Türme benutzen können. Das macht Fatih aber jetzt erstmal nicht. Fatih versucht jetzt hier gegen die Insel zu fahren, damit wir uns da rückwärts wieder neu positionieren können. Ah, und sie braucht so lange, weil wir leider nur seitlich dran gefahren sind. Das war nicht so wie geplant. Und die will uns auch noch rammen. Konzentrieren Sie Feuer auf die указанной Ziele. Jawohl, unser CV hilft uns da. Und wieder hat es unser Turm angedüdelt. So, wir warten aber jetzt. Er kommt nämlich vor uns raus und zieht jetzt hier auch breit. Wir können nur unser vorderes Türmchen benutzen. Wir haben hinten keinen Winkel. Zack, dreifach zieht er und das Ding ist weg. Also das ist das, was ich meinte. Zeigt das Ding Breitseite, tut's ordentlich weh. Und ihr müsst immer fast die Breitseite zeigen, damit ihr halt, wie gesagt, alle drei Geschütze überhaupt benutzen könnt. Also ihr müsst eure massiven Nachteile zeigen, damit ihr überhaupt mit einer vollen Breitseite wirken könnt. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, Magi, lass mir leider stehen. So, und jetzt fahren wir hier. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu schnell in die Mitte reinfahren und hier ein Crossfeuer oder ein Crossfeuer aufbauen können, beziehungsweise die Gegner auf uns aufbauen können. Auf Key haben wir leider keine Reichweite, da kommen wir leider nicht dran. Na, Kollege, dreh doch mal ein bisschen ein. Und auch, ne, auch wenn wir hier 360-Grad-Türme haben, ihr seht, sie drehen halt schon relativ langsam. So, Breitseite auf Iggy ist raus. Ja, und wir machen 1000 Schaden. Hervorragend. Also ihr merkt, ihr habt im Großen und Ganzen gar keine Vorteile von den 360-Grad-Türmen, weil sie halt auch einfach so langsam drehen. Na, Gear hat es auch zerrissen. Nehmen jetzt hier nochmal das B-Cap mit ein und hoffen, dass wir hier nochmal irgendwo ein bisschen drauf wirken können. Und ihr merkt's, ne, wir sind halt auch so scheiße langsam. Und das für ein Nahkampfschiff. Also hier passt es in meinen Augen von vorne bis hinten nicht. Ne? Eine viel zu hohe Nachladezeit, eine sehr bescheidene Streuung. Zu langsam. Kein Sonar, keine Torpedos. Das funktioniert so in meinen Augen einfach nicht. Also entweder setzt man hier auch die Nachladezeit nochmal deutlich runter. So auf 30 Sekunden, also 5 Sekunden kann man hier in meinen Augen wirklich runtersetzen. Klar, wie gesagt, es sind 406er und es sind Feelingstürme, gar keine Frage. Aber wie gesagt, schon allein die Streuung verhindert da immer wieder, dass ihr massiven Schaden anrichten könnt. Klar, kann es auch mal vorkommen, gar keine Frage. Ne? Auf der Missouri haben wir es gesehen, in der zweiten Runde werdet ihr das aussehen. Da hauen wir auch einen guten Schaden gegen eine Wichita raus. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist die Navarin, so wie sie aktuell ist, kein gutes D8-Schiff.
Und sie braucht einfach zu lange, ne? Wir fahren hier mit 24 Knoten, 25 Knoten. Schaut mal, wie lange das Ding auf braucht, bis es auf Fahrt kommt. Klar, wir drehen jetzt auch ein. Aber guck mal, wir gehen von der Geschwindigkeit auf 20 Knoten runter, ne? Also das ist ja wirklich gar nichts. So, da ist die Kaga. Ah, hat die ja nochmal ordentlich eine gefressen. So, da wieder unsere wunderbare Granatgruppierung. Mit 3600 Schaden. Jetzt haben wir nochmal die hinteren zwei rausgehauen. Und zack, konnten die Kaga jetzt noch versinken. So, jetzt muss nur noch die Velos da unten raus. Das hoffe ich ja, dass das unser DD, wollte ich gerade sagen, unser CV schafft. Weil wir werden da auf jeden Fall nicht mehr hinkommen. Für uns ist die Runde durch. Also achtet mal drauf. Wir haben den verbesserten Motormod drin, wo sie eigentlich schneller auf Fahrt kommen sollte. Und selbst das ist nicht sonderlich gut. Weil sie halt keine hohe Endgeschwindigkeit hat. Bis auf 17 Knoten, jo, da hat man den Dings gemerkt. Das Modul. Und jetzt hier, ja. Gammeln wir von 22 Knoten dann auf die 28 Knoten hoch. Also wenn sie schon so eine hohe Nachladezeit hat, ne, dann erwarte ich schon, dass das Schiff genau ist. Oder ne, wenn sie halt so streufreudig ist, dann kann man halt auch ruhig die Nachladezeit runtersetzen. Na komm, mach die Velos da kaputt. Ah, die ist beim CV. Ah, hat auch nichts mehr an Leben. Ja, und ist jetzt auch raus. So, das war unsere erste Runde mit der Navarin. Und ich muss echt sagen, das war eine der besten Runden, die ich gespielt habe mit ihr. 112.979 Schaden, 4 Zitas, 2 Schiffe versenkt, 5-mal verteidigt, einmal erobert. Sogar Platz 1 mit 2.431 Basis-EP. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der zweiten Runde wieder. Und 176.000 Credits plus gefahren. Also, bis gleich. So, Freunde, willkommen in der zweiten Runde mit der Navarin. Hier wollte ich euch einfach nur mal zeigen, wie die Secondary auch richtig geil arbeiten kann. Wir werden unterstützt von dem Darth Sidious in seiner Lushan und den Lars OD in seiner Delaware. Wir haben eine Navarin, eine Karl Johann, Nebraska, Admiral Schröder, Wichita SE, Anchorage, Sumner, Massot und Jäger im Gegnerteam. Wie gesagt, das ist keine gute Runde. Hier möchte ich euch einfach nur mal zeigen, wie effektiv die Secondary arbeiten kann, gerade gegen leichtere Ziele. Also ihr werdet dann mal auf die Massot achten müssen, wie die Secondary da Schaden robbt. Also das geht wirklich gut ab, aber sonst war es wirklich keine gute Runde. Die Runde habe ich wirklich nur mitgenommen, damit ihr einfach nochmal seht, dass die Secondary, wenn sie halt wirklich die Möglichkeit hat, effektiv arbeiten zu können, sie wirklich nicht schlecht ist. Wie gesagt, gegen Schlachtschiffe ist sie nicht sonderlich gut. Da wären 150er um Welten geiler, aber es geht. Und gegen leichtere Ziele, da geht die Secondary echt gut ab. So, wir fahren jetzt hier Richtung B. Ja, ist echt schade, ne? Weil ich dachte mir, oh cool, endlich mal ein Secondary-Schlachtschiff bei den Russen. Haben wir ja so auch noch nicht gehabt. Ne? Dachte ich, geil, ist mal eine schöne Abwechslung. Und sie hat auch Potenzial, gar keine Frage, aber da muss noch ein bisschen dran geschliffen werden. Es ist ja Gott sei Dank aktuell nur ein Testschiff, also hier kann Wargaming wirklich nur mal in aller Ruhe es verbessern. Auch wenn sie nach 2 Tagen der Meinung waren, ja, wir haben genügend Daten gesammelt, was ich sehr fragwürdig finde, weil wenn sie schon die Schiffe reinbringen, dann lass sie doch auch eine Woche drin. Lieber ein bisschen mehr Daten sammeln als zu wenig und ich hoffe, dass hier für die Navarin halt wirklich nochmal ein Buff kommt. So, Vorteil ist natürlich, eine Wishita, da können wir frontal overmatchen. Die hat ja nur 27 mm. Zack. Das hat auch gut gescheppert. Mit 8000 Schaden. Also gegen Kreuzer tut sie sich wirklich gut. Ne? Bei Schlachtschiffen, ja, ist es halt oft der Fall, dass es nicht tut. Aber so gegen Wishita und gegen Kreuzer. Aber bei Wishita und Kreuzer, genau. Bei Kreuzer und gerade bei DDs, ne, bei DDs ist halt natürlich das Risiko da, ihr seid halt blind. Also habt ihr kein Spotting. Ne, habt ihr ein Riesenproblem, was das angeht.
Sondern ihr schaut jetzt. Schaut, wie weit wir drehen müssen, bis wir überhaupt die Türme hinten benutzen können. Seht ihr das? Zack! Das ist schon wirklich fast die komplette Breitseite, bis wir überhaupt die volle Breitseite nutzen können. Ne? Also das ist schon ein sehr gefährlicher Winkel. Zack, Zitadelle. Ravidje! Und da kommt nochmal die Secondary. Und zack, ist sie raus. Ja, genau das wollte ich auch sagen. So, heilen uns hier gleich wieder hoch. Wie gesagt, das ist der einzige Vorteil, den sie hat. Sie hat einen wirklich verbesserten Heal. So, und jetzt achtet mal drauf, ne? Nebraska ist ja für bekannt, Flugdeck, unfassbar weich. Ne, da sollte man eigentlich guten Schaden drauf roppen können. Und guckt euch diese Streuung an, ne? Und alles abgeprallt. Das, was getroffen hat. Ah, genau, Torpedos. Müssen wir natürlich aufpassen. So, Secondary ist am Schießen. Ah, ein Torpedo nehmen wir uns da mit. Ah, haben wir auch leider sofort einen Wassereinbruch bekommen. Den können wir aber gleich reparieren. Nochmal auf die Nebraska, dachte, ja gut, komm, wir versuchen es nochmal. Guckt euch diese Streuung an, ne? Also das ist ja, Junge, das ist als würde es regnen. Und wieder nur Abpraller gemacht. Und das Witzige ist, dass diese riesen Hybridschiffe nur 100 Meter schlechteren Tarnwert haben als wir in der Navarin, ne? Und die sind deutlich größer als wir. Also das ist so lächerlich. Extra schon richtig schön hoch, damit es halt wirklich nur in die Aufbauten geht. Ja, und wir machen wieder nur Abpraller mit 406er. Und ich glaube, ich habe jetzt noch einmal mit AP geschossen, da war es mir zu doof. Und habe dann wirklich mit HE geschossen. Ja, mal so gerade wieder zugegangen. Hat die uns ein DD rausgehauen. Wir fahren jetzt hier aggressiv mal Richtung B rein. Wir müssen gucken, dass wir so ein bisschen in den Nahkampf kommen. Also ganz ehrlich, Freunde, ne? Sie ist ja aufgebaut wie die Zeiten, auch vom Turm-Layout her. Und ja, sieht ja der Zeiten auch recht ähnlich. Und ich muss sagen, die Zeiten ist ein T7er und die Zeiten ist in meinen Augen deutlich effektiver als die Navarin auf T8. So, ich habe jetzt hier auf HE geladen, weil es mir echt gereicht hat. Wow, wir haben mal 4000 Schaden gemacht. Respekt. Hier nochmal mit HE auf den Nebraska und hatte die Hoffnung, okay, mit HE machen wir vielleicht ein bisschen mehr Schaden. Ja, 4000 Schaden. So, und jetzt geht gleich die mal so auf der linken Seite. Und dann achtet bitte mal auf die Secondary. So, da ist die mal so aufgegangen. So, Secondary liegt an. Verbesserte Secondary ist auch am Start. So, und jetzt achtet mal drauf, was unsere Secondary bei der Masseur an Schaden robbt. Ne, zack, zack, zack. Also gegen leichte Ziele ist die Secondary wirklich Hammer.
Zack, weg ist er. Das funktioniert wirklich gut. So, jetzt ziehen wir so Richtung C. Müssen natürlich aufpassen. Wir haben noch die Nebraska auf der Breitseite. So, da kommen noch die Navarin. Ja, da ist die Nebraska, müssen wir aufpassen. Jetzt kann das ordentlich klingeln. Hat es Gott sei Dank nicht. Ja, da kommt noch die Karl Johann, die schießt mit Harry auf uns. Und guckt euch diese Granatenbewegung an. Mein Gott. So, bei 11-1 kommt unser Secondary. Jo, das hat gescheppert. Müssen da halt wirklich auf die Nebraska aufpassen. So, Secondary ist da. Winkeln uns jetzt ein bisschen zur Navarin an. Zur Nebraska an. Weil die Karl Johann ist jetzt nicht so gefährlich für uns. Und ihr seht's, ne, also gegen Schlachtschiffe, ja, da ist der Secondary-Schaden nicht sonderlich hoch. Und fährt langsam, aber sicher auch aus unserer Secondary-Reichweite raus. Sehr schön. Da hat die Nebraska gut daneben gezappelt. So, die Johann haben wir nochmal anzeigen können, genau. Anzünden können. Sogar ein Doppelbrand. Also das ist das Einzige, was ihr gegen Schlachtschiffe dann wirklich gut könnt. Dass ihr sie halt mit der Secondary dann einfach anzündet. So, wir müssen uns aber hier unbedingt um die Nebraska kümmern. Weil die geht mir echt ein bisschen auf den Senkel. Das hatte ich dann auch zum Lars gesagt. Ich so, komm, lass uns mal hier jetzt hier die Nebraska rausnehmen. Weil die ist da sehr störend. Ja, dass sie nicht mal so nah hat, ne, das finde ich halt wirklich sehr, sehr bescheiden. Karl Johann hat eins, ne, ist ja auch ein Secondary-Schiff. So, da ist er. Jawohl, schöner Hit von Lars. Ah, halt sich wieder hoch. So, versuchen jetzt in die Secondary-Reichweite zu fahren. Bei vorwärts sollten wir eigentlich schon schneller sein als die Nebraska rückwärts. Ja, wenn sie ganz dicht natürlich rankommt, ne, an die Schiffe, da kann sie halt wirklich glänzen. Aber wie gesagt, mit der Geschwindigkeit und ihr seht, wenn ein Schiff halt wegfährt,
habt ihr halt massive Probleme mit dem Ding. So, Secondary hat jetzt die Reichweite. Wir legen sie nochmal an. Schießen die auch nochmal mit HE. Und ihr seht's, ne? Also bei Schlachtschiffen machen wir einfach nicht viel Schaden mit der Secondary. Hat jetzt auch noch einen Brand von uns gekriegt. Und wir kriegen nochmal den Nahkampfexperten. Und sie ist endlich raus. Also wir haben viel zu lange gebraucht, um das Schiff bekämpfen zu können. Effektiv bekämpfen zu können. Und bedenkt, ne? Die Nebraska ist halt auch nur ein T7, ne? Und wir haben schon so massive Probleme gegen T7. Ne, Freunde, das Ding ist leider in meinen Augen noch nicht gut umgesetzt. Also da muss wirklich nochmal Hand angelegt werden. So, wir drehen jetzt wieder um. Ist ja nur noch die feindliche Navarin übrig. Da muss natürlich sie jetzt aufpassen. Weil wenn die Navarin wirklich sehr nah an ihm steht und er sollte aufgehen, die Secondary wird ihm das Leben zur Hölle machen. Ja, wir haben leider keine Reichweite. Unsere Delaware hat's. Hat auch schon drauf geschossen. Ja, schießt da auch nochmal schön drauf. Und Navarin ist hinüber. So, drei Schiffe versenkt, nur 80.000 Schaden auf der Uhr. Na, ihr seht's, gegen große Ziele macht die Secondary nicht sonderlich viel Schaden. Na, drei Schiffe versenkt, zweimal Nahkampfexperten, erstes Blut. Na, ja, Mittelfeld sind wir nur mit 1900 EP und 104.000 Credits plus gefahren. Ist aber auch nicht schlimm, ich wollte euch wie gesagt nur mal zeigen, dass die Secondary gegen leichte Ziele wirklich gut ist. Na, gegen DDs und auch gegen Kreuzer, da kann die Secondary wirklich glänzen. Gegen Schlachtschiffe macht sie nicht sonderlich viel, außer mal Brände legen, wenn ihr Glück habt. Na, also da solltet ihr halt auch ein bisschen mit aufpassen. Also auch bei der Secondary seid ihr ziemlich begrenzt. Das ist bei den Deutschen auch nicht der Fall. Ne? Die deutsche Secondary ist einfach um Welten stärker und effektiver. Und wie gesagt, die Deutschen haben halt auch noch gleichzeitig die Torpedos für den Nahkampf, was wir hier auch nicht haben. Und haben halt auch noch ein sehr starkes Sonar, was wir auch nicht haben. Ne? Wir haben im Großen und Ganzen einfach nur einen verbesserten Heal. Das war's. Wir haben halt wirklich bescheidene, ja, Winkel von den Türmen. Wir müssen halt wirklich viel Breitseite zeigen, damit wir überhaupt die komplette Breitseite nutzen können. Ihr habt es gesehen, Granatkopierung ist auch nicht der Hit. Wir haben zwar einige Murmeln in der Luft, gar keine Frage. Und gegen Kreuzer scheppert das auch ordentlich gut. Und auch gegen Schlachtschiffe kann es mal gut scheppern. Aber wie ihr jetzt in den zwei Runden gesehen habt, geht halt auch Unmengen an den Granaten vorbei. Also im Endeffekt, sie ist wirklich kein gutes Schiff. Und ich muss euch sagen, wenn es so wieder bei T8 kommen sollte, werde ich das Ding nie wieder anfassen. Weil wenn ich auf Secondary Bock habe, ne, dann nehme ich um Welten lieber einen Ruprecht, weil der Ruprecht in meinen Augen in allen Belangen besser ist, auch wenn wir da halt nur weniger, oder ja, wir haben da weniger Granaten in der Luft, aber trotzdem, die Ruprecht ist einfach um Welten, wirklich um Welten stärker, auch mit einem kompletten aggressiven Secondary-Bild. Gut, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was die Navarin so kann und was sie eben nicht so kann. Und dann wird euch der Train, dann noch die Maso und die Droid die Tage vorstellen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!